Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute einmal kein Livestream, sondern ein kleines und schnappiges Video. Es geht darum, um die ganzen Mods zu installieren. Das heißt Schematika, wie man einen X-Ray drauf macht oder ja, einfach die ganzen Mods. Es wurde viel angefragt wegen den Mods, weil das kommt nicht bei allen ganz so an oder die wissen das einfach nicht, wie man so Mods installiert und so, und sowieso auf Griefer Games, wo nicht alle Mods funktionieren. Ne? Ich zeige das jetzt in diesem Video und bis gleich. Das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich diesen Link hier zu kopieren. Ich mache den unten in die Videobeschreibung rein. Und dann müsst ihr hier auf Weiter zum Download. Wenn ihr da drauf drückt, geht hier unten schon das Fenster auf. Also ihr müsst nichts mehr drücken, es geht automatisch dieses Fenster auf. Das könnt ihr dann einfach auf eurem Desktop speichern. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Ich habe das schon vorbereitet. Und wenn ihr da jetzt Doppelklick drauf macht, sollte das alles laden und dann seht ihr da verschiedene Versionen. Das heißt, ich spiele jetzt auf der 1.8.9. Ich finde, das ist die beste für Griefer Games. Da kann man alles auf einmal rausziehen aus dem Inventar und so Zeugs, weil die buggen noch ein bisschen rum. Geht ihr einfach hier drauf und das könnt ihr ignorieren. Und dann seht ihr, diese Mods habe ich jetzt schon drauf, ja? Bei mir. Ihr seht, es hat viele Mods drauf, aber ein paar gehen ja nicht, die so DecoCraft und so, das gibt es ja gar nicht auf Griefer Games, gibt es ja das gar nicht. Was es auch noch gibt, ist World Edit, aber das bringt euch nichts, das kann ja nur ein Admin haben. Ja? Ihr könnt das schon hochladen, aber euch selber bringt es ja nichts. Dann könnt ihr jetzt einfach da, kann ich das schnell, Minus. Seht ihr hier drüben die ganzen Mods Schematika, dann drückt ihr das an. Dann könnt ihr einfach hier auf das Plus gehen und dann zieht es automatisch hier rüber. Mit Optifine, also ich empfehle die Map, Optifine und Schematika. Und natürlich Labymods, aber Labymods müsst ihr separat, glaube ich, runterladen. Ja. Oder ihr könnt es auch hier hochladen, ich weiß gar nicht. Wenn ihr das jetzt alles habt, so wie ihr es wollt, könnt ihr hier unten auf Installieren drücken und dann installiert das alles selber und dann heißt es nach wenigen Sekunden Installation abgeschlossen. Starte Minecraft. Und dann wird das alles so ein bisschen überschrieben, bla bla bla. So, dann kommt dann eine Nachricht, die könnt ihr ignorieren. Ganz zu machen. Was ihr jetzt machen müsst, ist einfach dieses Modpack wieder auswählen hier. Spielen und schnell abwarten. Man sieht sich gleich wieder im Spiel. Wir sind jetzt wieder im Spiel angekommen und wie ihr seht, hat das alles geklappt. Wenn ihr das schauen könnt, ihr geht einfach hier auf Optionen, dann auf die Steuerung. Und dann scrollt ihr einfach ein bisschen runter und da seht ihr schon, ah, Journey Map ist schon drin. Dann könnt ihr natürlich, warte, ich muss das noch schnell vergrößern. Ja, das war's ja wieder mal. So. Normal. So, ich hoffe jetzt geht's. So, jetzt zeigt es auch normal an hier, dass man das auch lesen kann. Ne? Also, das könnt ihr einfach die Map auch wieder ausschalten und alles, einen Wegpunkt erstellen, das geht alles. Und jetzt kommen wir aber zu Schematika. Hier ist die. Also ihr müsst das alles noch einstellen, bevor ihr das alles starten könnt. Ne? Das müsst ihr jetzt Schematika laden, müsst ihr 1. Ich mache da mal Y. Dann Schematika speichern ist auch ganz wichtig. Das mache ich mal auf V. Schematika verändern. Das mache ich mal auf N. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, aber ich mache das immer so. Da gibt es noch andere Sachen. Da mit X-Ray zum Beispiel kann man noch dass man Höhlen findet oder X-Ray normal. Das zeige ich jetzt dann gleich im Video. So. Wenn man jetzt zum Beispiel X-Ray machen will, dann drückt man einfach X und dann sieht man schon die ganzen, das ist alles ausgehöhlt hier. Ja? Man kann zwar drüber laufen, aber das ist ja voll verpackt und alles. Also die haben ja das gefixt, dass man das nicht mehr machen kann. Aber es geht eigentlich ja gar nicht um X-Ray selber, es geht ja um die Schematika. Ich habe da schon ein paar Schematics hochgeladen, das war jetzt mit Y. Dann könnt ihr einfach, ich habe da immer so crazy Namen gegeben. Ne? So, dann könnt ihr die auswählen. Und dann sieht man dann hier schon, das ist der NASA-Schriftzug. Den habe ich natürlich auch so hochgeladen. Den sieht man unten sogar. Da unten sieht man den. Und wie ihr den jetzt verbessern könnt, ihr könnt V,
das ist etwas anderes. Mit N könnt ihr die Höhe bestimmen, wo der Schriftzug sein soll. Ihr könnt den drehen, ihr könnt spiegeln, hierhin bewegen, dann zieht es zu dir oder keine Ahnung. So, wenn man jetzt so fliegt, sieht man das schon viel besser. So, und dann könnt ihr einfach ganz einfach dem Schriftzug hier nachbauen und dann habt ihr so wie eine Kopie mit Geometica gemacht. Aber was auch ganz gut ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel das hier wollt, dann geht ihr hier unten hin. Das ist gerade gut, dass der von Nally Danny hier. Dann könnt ihr V drücken, roter Punkt, dann macht ihr das auf On. Dann geht ihr in die andere Ecke hoch. So. Wieder V und dann der blaue Punkt noch auswählen und dann könnt ihr hier irgendwie Test. So. Speichern. Könnt ihr da rausgehen. So. Test haben wir das genannt, oder? Ja. So. Seht ihr? Und dann haben wir das alles so genommen, wie es eigentlich ist. Das ist ja genau da drüben. Aber wir haben das einfach alles so geklaut. Ja. So Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und es war auch ein bisschen hilfreich. Und wenn ihr Fragen habt, bitte alles in die Kommentare. Und ich glaube, ich verlose dann einfach ab 100 Likes verlose ich noch ein Stack Beacons. Also wenn wir die 100 Likes haben auf dem Video, dann verlose ich noch ein Stack Beacons einfach in den Kommentaren. Schreibt irgendwie Hashtag NASA drunter. Und dann verlose ich dann irgendjemand ein Stack Beacons. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Man hört sich im nächsten Video. Tschüss.